In Microsoft Office ist es ganz einfach zu kollaborieren und andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzuladen zur Mitarbeit. Das funktioniert über den Button hier oben rechts, Teilen. Zuallererst habe ich jetzt ein Dokument, in dem ich vielleicht Ergebnisse zum Beispiel gemeinsam sichern möchte von unterschiedlichen Gruppen. Dazu könnte ich eine Tabelle zum Beispiel einfügen. Ich mache das jetzt einfach nur beispielhaft. Hier ist Gruppe 1, hier ist Gruppe 2 und ich mache noch die dritte Gruppe. Und jetzt sollen die hier einfach ihre Ergebnisse eintragen. Das ist, wie gesagt, jetzt einfach nur der Veranschaulichung, natürlich nicht perfekt, zeigt aber schon, wie gut man jetzt hier zusammenarbeiten könnte. Dann tippe ich einfach auf den Plus-Button und kriege jetzt angezeigt die kleine Besonderheit von Microsoft Office, denn ich muss jetzt zunächst mein Word-Dokument statt auf dem eigenen PC in der Cloud speichern. Und dazu hat Microsoft es so vorgesehen, dass man natürlich den eigenen Dienst nimmt, nämlich Microsoft OneDrive, das man benötigt, um kollaborativ mit Microsoft Office arbeiten zu können. Das ist ein Client, der in der Regel mit Microsoft Office schon zur Verfügung gestellt wird oder den man sich auch separat runterladen und sich dort registrieren kann. Das ist ein Cloud-Anbieter wie Dropbox oder auch Google Drive und der ist sehr einfach eingebunden in den PC als eigenes Cloud-Laufwerk. Und wenn ich das gemacht habe, dann tippe ich einfach hier drauf, in der Cloud speichern und sage jetzt einfach, ich nehme hier einen der Ordner von mir, die ich habe, und kann hier jetzt einfach sagen, Ergebnissicherung soll das Dokument heißen. Das wird jetzt in meinem OneDrive gespeichert, statt auf dem PC. Und jetzt kann ich Personen einladen zur Mitarbeit und könnte zum Beispiel hier meine eigene E-Mail-Adresse nehmen und mich selbst einladen zur Mitarbeit. Jetzt kann ich die Rechte, und das ist bei allen kollaborativen Diensten eigentlich so, dass ich sagen kann, dürfen Leute sich nur anschauen oder dürfen sie auch bearbeiten. Ich könnte hier noch eine Nachricht mitschicken und dann kann ich sagen, freigeben und die Einladung geht raus. Und das mache ich jetzt einfach mal, dann erhalte ich eine Mail und wenn ich jetzt als User darauf klicke, auf diese Mail, dann kann ich ab diesem Moment mitarbeiten. Und hier ist noch ganz interessant, Änderungen automatisch teilen. Das heißt, wenn jetzt der andere User reinkommt und in diesem Dokument arbeitet, kann ich alle Änderungen live verfolgen. Ich kann aber auch sagen, nee, möchte ich nicht. Ich arbeite erstmal so drin weiter und aktualisiere dann selbstständig. Was ebenfalls noch wichtig ist, ist immer mal wieder dann hier auf Speichern zu klicken, denn dann wird es zusätzlich nochmal mit den Änderungen der anderen Autoren aktualisiert, wenn man zum Beispiel gesagt hat, dass man es nicht automatisch geteilt haben möchte. Jetzt könnte man völlig problemlos hier zusammenarbeiten in diesem Dokument und das habe ich auch schon relativ oft gemacht. Das ist sehr, sehr nützlich, wenn man zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten möchte oder aber auch mit Schülerinnen und Schülern und ist sehr schnell gemacht, wenn man einfach hier oben über den Plus-Button geht. Genau das Gleiche ist im Übrigen bei PowerPoint so. Auch da könnte ich einfach mal auf eine beliebige PowerPoint gehen. Nehmen wir hier die Mini-Fortbildung. Ich würde hier oben auf Teilen klicken. Jetzt müsste diese wieder im OneDrive gespeichert werden und ab diesem Moment könnte ich sie freigeben und gemeinsam beispielsweise mit Schülerinnen und Schülern auch eine PowerPoint erstellen. In Excel ist das Vorgehen analog. Und damit denke ich, ist deutlich geworden, wie einfach es möglich ist, mit Office-Produkten von Microsoft, wenn man eben ein OneDrive hat, kollaborativ zu arbeiten. Und das kann man ja einfach mal ausprobieren.